liebe The Binding of Isaac Afterbirth Plus Freunde und willkommen zu einer wundervollen neuen Runde von The Binding of Isaac Antibirth. Der wundervollen Mod, von der ich mir dachte, Alter, die sollten wir vielleicht mal wieder spielen. Und hier bin ich, vor allem, weil ich es dafür nicht extra nochmal neu installieren muss. Oh, und seht ihr die Spielmodi, die es hier noch gibt, normal und hart. Das sind die guten alten Zeiten. Gut, Antibirth, ich würde sagen, wir machen den geilen Eden Run. Denn ein geiler Eden Run ist immer eine gute Sache. Dann schauen wir, was wir hier alles entdecken werden. Ich starte mit, The Nail und, oh, diesem Fuck-Item, wo ich den Gegner reinrennen kann. Das ist nicht so gut. Wobei, The Nail ist sogar... Der gute Nagel, der ist sogar ein gutes Item. Warum ist der Nagel ein gutes Item, fragt ihr euch jetzt. Ausgezeichnete Frage. Das liegt daran, dass... Ach du Kacke. Das werden wir einsetzen. Was ist überhaupt das Item? Ich glaube, das müsste der Nagel gewesen sein. Bekommen wir ein Soundheart und zusätzlich die Fähigkeit für einen Raum, alle Steine und sowas zu zertrampeln. Was in dem Raum hier ziemlich nützlich sein wird, da wir hier jede Menge Vasen haben, in welchen, wie wir das natürlich wissen, sowohl Items drin sein können, also der Quart, um genau zu sein, welcher uns 25 Münzen bringt, als auch weitere Münzen. Oh shit! Wirklich MOP, ja wirklich. Und da haben wir den Seed und gleichzeitig Dad's Key. Oh, was soll's. Man kommt die ja nicht so oft. Ey, Ranger, dankeschön. Oh. Wenn wir hier Petrified Poop bekommen würden, dann wäre das ein ziemlich guter Raum. Oder das Poopy-Item. Oh, stellt euch mal vor, ich hätte mein Poopy-Item. Naja, wir spielen übrigens gerade Antibirth. Kennt ihr die Mod noch? Ich denke, ihr kennt sie schon. Es ist auch ein Grund der Isaac. Und ich habe ehrlich gesagt darauf aktuell mehr Lust als auf Antibirth. Afterbirth Plus. Pardon. Weil da will ich ja eh hauptsächlich da Modding-Zeug machen. Wie auch immer. Legen wir hier legen wir keine Bombe, weil wir keine haben. Ist okay, Botschaft angekommen. Ist okay, au. Geh weg. Schlüssel, ich brauche keinen Schlüssel mehr. Rainbow Poopy! Oh mein Gott, wenn ich jetzt das Poopy-Begleiter-Item hätte, wisst ihr, dass ich dann einen Rainbow-Poopy-Begleiter hätte? Ist euch das bewusst? Ist euch das bewusst? Das ist die Frage. Ich hoffe, es ist euch bewusst, denn mir ist es durchaus bewusst. Fuck, wie viel Schaden mache ich gerade? 3,57? Fühlt sich aber nach ein bisschen weniger an. Das ist der Standard-Damage, den ich hier habe. Ist das echt der Standard? Ja, das ist ja sogar 0,07 über dem Standard-Damage. Das heißt, der Damage, den ich hier austeile, ist überdurchschnittlich. Also fühlt er sich nicht an. Übrigens, Dad's Key. Kennt ihr das Item? Ist relativ nützlich tatsächlich. Damit können wir nämlich sowohl alle Räume einfach aufsperren, als auch Geheimräume. Babum! Wenn wir am richtigen stehen. Und dann ist der Geheimraum offen. Und wir müssen dafür nicht mal eine Bombe einsetzen. Und wir können auch Türen wie zum Beispiel zum Shop einfach so öffnen, ohne den Schlüssel dafür einzusetzen. Das heißt, Dad's Key ist relativ hilfreich. Ich glaube, man kann da sogar aus dem Boss Rush raus, wenn man das möchte. Wobei, ging das? Ich weiß es gar nicht mehr, ob das ging. Oder ob das nur ein Gerücht war. Ist zu lang her. Ansonsten ist Dad's Key natürlich auch der Schlüssel zu einem ganz besonderen Bosskampf. Zu Mega-Satan. Wenn ihr gegen Mega-Satan kämpfen wollt, dann solltet ihr besser mal Dad's Key am Start haben. Ansonsten werdet ihr da nicht reinkommen. Er öffnet nämlich jede Tür, so auch die zu Mega-Satan. Das ist übrigens die eine Tür in der Chest. Beziehungsweise, ich glaube auch in... Oh Gott. In der dunklen Ebene da. Ja. Geh weg. Ich hasse dieses Fuckviech. Ich hasse es. Ich hasse ihn wirklich. Seht euch an, diesen Haufen Scheiße. Wie er da... Nein. Oh Gott. Ist gefährlich. Ich weiß halt nicht, wie viele Leben ich habe, aber ich glaube, es schadet nicht, wenn ich das einfach mal mitnehme. Yay. Und im Shop haben wir Black Candle. Black Candle ist gut. Es wäre nicht nur ein gutes. Oh, oder Deck of Cards. Also ihr müsst wissen, es sind beides ziemlich gute Items. Deck of Cards würde bringen, dass wir zwei Karten mit uns tragen können und das aus allen Pillen Tarotkarten werden. Die schwarze Kerze dagegen... Ich meine, sie gibt uns ein schwarzes Herz und zusätzlich bekommen wir keine Flüche mehr für den Rest des Runs. Aber ich bin für Starter-Deck. Mehr Tarotkarten. Woo! Und da ist Wheel of Fortune. Woo! Wheel of Fortune. Woo! Und ich nehme das Soulheart mit. Aus Angst, dass ich beim Boss eventuell sonst Schaden nehme und sterben könnte, was ich nicht unbedingt will, denn ich habe keine Ahnung, wie viel Herzen ich habe. Wen haben wir denn als Boss? Oh nein, das ist der nervige Haufen Scheiße mit seinem Brimstone-Baby. Lass mich in Ruhe, kleines Brimstone-Baby. Ach, wisst ihr, was mir auch gerade einfällt, was wir mal machen sollten? Hier in Antibirth. Es gibt hier ja auch zwei neue Charaktere. Vielleicht sollte ich mal mit denen spielen. Das wäre eine Möglichkeit. Oh, shit, MOP. Ist dir das jetzt auch schon aufgefallen? Ja, wirklich. Tatsächlich ist mir das aufgefallen. Ich hatte ja keine Ahnung. So, der ist so unerwartet einfach. Den habe ich schwer in Erinnerung, den Boss tatsächlich.
Und da haben wir wieder... Übrigens, zu der Tür wurde mir gesagt, nee, die braucht einen Schlüssel. Braucht definitiv einen Schlüssel. Warte. Habe ich gerade da... Habe ich da jetzt gerade eine Pille gefunden? Fuck. Health down, das ist nicht gut. Sollten aus Pillen nicht eigentlich Karten geworden sein? War das Deck of Cards? Ich meine doch schon. Ey, ich bin verwirrt. Aber wie auch immer. Sollen wir das Beste draus versuchen, am besten nicht zu sterben. So, oh Gott, was ist das? Geht weg, du Monster, geh weg, wer bist du, lass mich in Ruhe. Okay, er ist ins Feuer gerannt. Puh, Dead's Key, und noch ein Geheimraum. Mann, da ist der Face mir ja schwer, mich zu entscheiden, hätte ich diese verdammte Black Candle nur mitgenommen. Best Friend. Na, besser als nichts. Kaboom! Und ein Soul Heart. Seht ihr? Besser als nichts. Ich hätte noch den Automat hinsetzen sollen. Oh! Zwei Items im Geheimraum. We need to go deeper. Wollt ihr mich verarschen? Ich bekomme nur Spacebar-Items, die ich nicht haben will. Das ist doch Schwachsinn. Ah, na gut. Hat mich ja nichts gekostet. Kleine Leeches. Geht weg. Geht weg, ihr kleinen Bässchen. So möget ihr mich in Ruhe lassen. Okay, sie haben mich in Ruhe gelassen. Hallo. Kleiner Heulhaufen Scheiße. So, wisst ihr, was ich mir jetzt aktuell von dieser Ebene erhoffe? Ey, ich erhoffe mir einen geilen Devil Deal zu... Fuck. Und in diesem Moment wurde dem jungen MOP männlich bewusst, dass er in dem Falle eines Devil Deals überhaupt nicht sehen kann, welche Items dort angeboten werden. Und er dachte sich, das ist nicht so gut. Fuck. Lass mich in Ruhe. Ihr grotesken Gestalten. Ernsthaft, weil... Oh, das ist alles so gut gemacht in dieser Mod. Verdammte Scheiße. Das ist die Sache. Afterbirth Plus kann halt... Im Vergleich zu der Mod ist das halt... Die haut einen halt echt nicht um. Oh, super Secret Game Raum. Und im Shop haben wir... Fantastisch. Sebas, gib mir die Bombe. Wir nehmen die Bombe mit. Und dann legen wir hier den Automaten. Ah ja, es gibt ja auch die Aufladungsautomaten. Ich erinnere mich, dann legen wir eine Bombe und kaboom! Wir bekommen 4 Münzen, eine Bombe und eine Tarotkarte. Nochmal Wheel of Fortune. Und natürlich hat der Herr Morgi den Tintedruck doch nicht übersehen. Meint doch nicht lächerlich, als ob... Du Haufen Scheiße. Als ob ich das übersehen hätte. Und das war meine Lieblingsgoldene Kiste, nämlich die goldenen Kisten, in denen goldene Kisten drin sind. Da denkt man sich, oh shit, ich komme mir jetzt gar nicht verarscht vor. Falls euch übrigens wundert, ob man mit Dad's Key goldene Kisten öffnen kann, nein, kann man nicht. Man kann keine Kisten damit öffnen. Und ich habe Schaden genommen gerade. Das war unvorteilhaft. Kommt mal her, ihr Fuckviecher. Komm mal her, dankeschön. Schlüssel. Okay, wisst ihr was? Den Schlüssel werde ich jetzt einsetzen. Wir brauchen Ecom-Schlüssel. Werde ich jetzt einsetzen, um die goldene Kiste zu öffnen. Halbes Herz und 2 Münzen. Das heißt aber, wir haben genug Münzen, um uns das mitzunehmen. Hive Mind. Yes. Oh, Hive Mind ist so gut. Hive Mind bringt das, wenn ich Spinnen oder Fliegen als da habe, die durch irgendwas gespawnt werden. Der Rainmaker, hallo! Mein charmantes Monster, hallo. Oh Gott. Ich mag die Flammen um mich herum nicht. Ach du Scheiße. Der hat die Nukulatränen. Nukulatiers, nein! Okay. Zusammenreißen. Das ist ein wässriger Boss, verdammte Scheiße. Ich würde gerne das Feuer um mich, umbringen. Okay, wir haben das Feuer erledigt. Das heißt, was jetzt bleibt, ist nur noch der Boss an sich. Und wisst ihr was? Ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich behaupte einfach mal, dass wir hier jetzt eine... Oh, sei bitte in der Range. Yes. Bombe hat das Ganze ein bisschen beschleunigt. Ich würde mal behaupten, ja, der Devil Deal ist, nicht unbedingt eine Möglichkeit für mich aktuell. Herzenstechnisch ist mir das nicht unbedingt... Ja, fuck. Nicht sterben, bitte. Puh, was haben wir hier? Breakfast. Yay. Und hier haben wir Krampus. Fuck. Kann ich nicht. Ist die Frage, will ich gegen Krampus kämpfen? Oder will ich einfach gehen? Ja, man kann mit Dead's Key auch einfach die Tür da aufmachen. Wir lassen es mal ganz kurz auf uns zukommen. Und nein, meine Devil, die Chance ist gesunken. Okay. Ich halte mir die Möglichkeit offen, einfach vor ihm abzuhauen. Oh, meine Range ist halt echt schrecklich. Ich bin mir sicher, in diesem Run, in dieser Ebene... werden unglaublich coole Items rumgelegen.
wenn ich nur gesehen hätte, was ich nehme. Ich habe bestimmt jetzt bei jeder Gelegenheit immer das Falsche genommen. Ich hätte bestimmt den besten Shit überhaupt haben können. Lamp of Coal, bitte. Yes! Lamp of Coal, danke schön. Lamp of Coal kennen wir natürlich, absoluter Klassiker. Je weiter die Träne fliegt oder je länger sie in der Luft ist, desto größer wird sie und desto mehr Schaden teilt sie aus. Und fuck, ich habe wirklich 0 Cent, 0 Bomben und 0 Münzen. Das ist nicht gut. Ist überhaupt nicht gut. Was haben wir hier? Ich befreie euch mal, okay? Und übrigens erinnert ihr euch noch an den... oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass mich mal in Ruhe. Erinnert ihr euch noch an meinen letzten... Ich glaube, es war der letzte Run, wo ich hier war. Da war ja auch so ein komischer Raum, der irgendwie so ein Ventil oder sowas hatte, wo ich nicht wusste, was man damit macht. Und der ist scheinbar da, damit man irgendwas freischalten kann. Da gibt's... Ich glaube, ein Knife Piece bekommt man dafür oder so. Es gibt hier auf jeden Fall noch ein paar Dinge freizuschalten. So, 2 Bomben haben wir bekommen. Ja, trotzdem 0 Cent und... Das ist Schwachsinn. Oh, ich kann das zweite Item... Oh. Ach ja, das war das. Deswegen kann ich es noch mitnehmen, weil es scheiße ist. Haben wir einen Tinted Rock hier irgendwo rumliegen? Nein, haben wir nicht. Fuck. Das ist halt aktuell nicht so gut. Wisst ihr das? Ich habe kein Geld. So, wir machen jetzt folgendes. Wir legen hier jetzt mal Wheel of Fortune hin. Dann legen wir hier eine Bombe und versuchen einfach mal ein bisschen was in die Luft zu sprengen. Was uns nicht wirklich was gebracht hat. Ich habe mal bis Herz bekommen. Ja, fuck, mehr kann ich aktuell nicht machen. Mehr kann ich aktuell nicht machen. Gehen wir einfach weiter in die nächste Ebene. Ist nicht übermäßig gut gelaufen. Vor allem, weil ich vermutlich jetzt keinen Devil Deal bekommen werde. Ich habe keine Soul Hearts mehr. Oh, okay. Curse of the Maze. Wundervoll. Alter, ihr seid ganz schön shiny. Ihr kleinen, köstlichen Fleischhaufen. In euch würde ich am liebsten baden, so köstlich seid ihr. Ihr zergeht auf der Zunge, habe ich mir sagen lassen. Und ich möchte auch noch anmerken, man merkt schon, dass ein Stück weit Lamp of Coal mein Damage erhöht hat. Wie ich finde. Man merkt es ein bisschen. Kaboom! Entschuldigung. Libra. Du Haufen Scheiße, Libra. So, pass auf. Libra ist ein Item, das, wenn ich es aufsammle, alle meine Stats angleicht, bis sie alle ungefähr ausgeglichen sind. Was in den meisten Fällen scheiße ist. Und der kleine Begleiter da oben, der droppt immer wieder Herzen alle paar Räume. Ich muss ihn mitnehmen. Ich kann... Nee, Libra kann sehr interessant werden, aber aktuell ich sehe es nicht. Es tut mir leid. Ich sehe nicht, inwiefern Libra für uns interessant, hilfreich gewesen wäre. Es hätte den Run nur kaputt gemacht und ich stehe aktuell schon nicht unbedingt gut da. Deswegen sparen wir uns sowas einfach mal. Sparen wir es uns. Oh Gott, wie habe ich da keinen Schaden genommen? Wie habe ich da gerade eben keinen Schaden genommen? Oh Gott! Nein! Immer zusammenreißen. Zusammenreißen. Ich mag es übrigens auch nicht, dass es hier so dunkel ist. Gefällt mir nicht. Oh Scheiße, stirbst du jetzt bitte? Okay. Hat er einen Leech, der in seinem Kopf drin steckt? Wie in Limbo. Ist das nicht schön? Steckst du im Limbo fest, du Monster, der jetzt einen Leech im Kopf hatte? Gott, das waren ganz schön viele Gegner. Verdammte Scheiße. So, das halbe Herz bringt mir nichts. Fuck. Hat wir hier wirklich irgendwo einen Tinted Rock oder so? Da könnte der Geheimraum sein. Ha. Ist hier wieder so ein, geheimer Raum. Ich muss jetzt mal versuchen. Komm schon, du Feuer. Komm schon. Fuck. Ah, ich wollte schauen, ob das Feuer vielleicht ein Soul Heart für mich rausrückt. Ach du Kack. Oh, wie nehme ich da jetzt... Du Haufen Scheiße. Der Lümmel hat sich den Eimer geschnappt. Der Lümmel wirft den Eimer. Ich habe übrigens gehört, dass die mit dem... Da. Ach, komm schon. Hör auf damit. Ich habe übrigens gehört, dass die Fuckviecher sich auch Tinted Rocks schnappen können und das dann so ein kleines bisschen, oh Gott, bescheuert ist, weil die Tinted Rocks damit kaputt machen. Danke fürs halbe Herz. Okay, da ist der Geheimraum. Oder voll Hagalas Destruction. Was ist das? Evil Charm, Luck Up. Luck plus 2. Ha. Was kam da raus? 2 Cent. Yay. Hier hätten wir also ein Soul Heart, okay? Das behalten wir mal im Hinterkopf.
Das bleibt mir im Hinterkopf. Und ich habe Luck plus 2 bekommen. Das könnte halt echt gut sein. Hoffe ich. Im Idealfall. Oh Gott, nein. Oh nein. Nicht der Raum. Oh, der ist so voll mit Scheiße. Lass mich Ruhe. Ja. Okay, es ist eh egal, wenn ich ein, zwei Mal noch getroffen werde. Wir haben den Devil Deal soweit eh schon verkackt, also... Wobei meine Chance ist auf 4% hochgestiegen. Und jetzt ist sie wieder bei 0. Oh nein. Fucking fuck. Ich sollte trotzdem nicht getroffen werden. Ich frage mich gerade, ob Libra vielleicht doch die bessere Entscheidung gewesen wäre. Ich meine, mit Libra hätte ich vielleicht enorme Range bekommen. Eine enorme Range bedeutet, dass Lump of Coal vielleicht relativ stark geworden wäre. So, wir öffnen wieder die Tür. Ich habe keine Ahnung, was das hier war. Oh, nett. Nett, 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 nett. Auch wenn mir die Schlüssel nichts. Gib mir den Counterfeit, Penny. Der scheint mir sinnvoller zu sein. Ja, komm, gehen wir weiter. Das war nicht ganz so hilfreich. Aber wir, nee, wir nehmen noch das Herz mit. Ich will hier aktuell echt nicht sterben. Mann, das ist gar nicht mal so einfach aktuell. Mit meinem Charakter. Ja, komm, wir setzen jetzt die Bombe ein, um das Herz zu kommen. Was soll's. So, dann gehen wir. Oh Gott, ich bin so langsam unterwegs. Tut mir leid, Leute, es tut mir leid. Aber was soll ich machen? Was soll ich denn machen? Ich habe nichts dafür. Ah! Nein! Der Lümmel wirft den Eimer auf mich. Der hat den Eimer auf mich geworfen. Jetzt ist er weggerannt. Weh, der kommt mit dem Eimer oder sowas wieder. Und du sei nicht so schnell. Gott, diese Gegner hier. Aber wisst ihr was, der Chat war doch die richtige Entscheidung. Wieder 4% Chance, okay. Der kleine Little Chatty ist doch die richtige Entscheidung gewesen. Der droppt immer wieder ein paar Herzen für mich, was ich nett finde von ihm. So. Ah, Moment, mir fällt gerade ein, wenn ich das schaffe beim... Entschuldigung. Och, nein! Nein! Nein, was... Was zum Fick hat mich da gerade... Warum sind hier Leeches? Wer leecht hier? Hört auf zu leechen! Okay. Okay, okay, okay. Okay. Nur noch er. Oh mein Gott, dieses Fuckviech. Oh, das ist ein Tinted Rock. Das ist ein Tinted Rock! Nein! Er ist wieder da! Wehe, du Grip! Ich warne dich! Wisst ihr was? Wisst ihr was? Das ist mir zu riskant. Bam! Bombe! Boom! Jetzt gib mir das Soul Heart, bevor ich sterbe. Fuck! Ah. Okay, wisst ihr was? Wir machen noch einen Run, wir machen noch einen Run. So will ich ja nicht sein. Wir haben Holy Mantle. Ah, und Razor Blade. Das ist unerwartet gut. Und 3,9 Schaden. Okay, okay, okay. Wisst ihr was? Damit kann ich was anfangen. Damit kann ich was anfangen. Der gute doppelte Eden Run. Ich starte mit Holy Mantle. Was ist das mit Anti-Birth aktuell? Ah, oh, Tier ist down. Was ist das aktuell mit Anti-Birth und Holy Mantle, was ich hier die ganze Zeit bekomme? Das ist doch... Das ist seltsam. Und macht deine Blähungen nicht in Richtung des Feuers. Das geht nicht gut aus, mein explodierender Freund. Das geht nicht gut aus. Und explodierender Freund meine ich, du explodierst gar nicht wirklich. Könntest du bitte in meine Range kommen? Dankeschön. So ein Fuckviech. So, ich würde sagen, das wird jetzt ein ganz geschmeidiger, schneller Run, weil wir super stark unterwegs sein werden, okay? Ist das okay? Sind alle damit einverstanden? Alle einverstanden? Ja, nein, vielleicht, ja, ja, ja? Okay, gut. Gut, wundervoll. Oh, die Musik ist so gut. So. Pille will ich mal nicht. Doch, will ich. Warum bin ich hier reingegangen? Ich habe doch gar kein Geld. Ich habe doch kein Geld. Lass mich in Ruhe, ich habe kein Geld. Ich muss mich von dir nicht anquatschen lassen. Gott, das ist jetzt echt uncool, dass der Run eben einfach so zu Ende gegangen ist. Und so schnell, so plötzlich. Aber was soll's. Dafür wird das hier umso besser. Vertraut mir, okay? Vertraut mir einfach einmal. Das wird der beste Run meines Lebens. Ich spüre es. Entweder das oder ich sterbe. Eins von beiden. Bombe! Gut genug. Gut genug. Wisst ihr was? Gehen wir direkt zum Boss. Es ist Famine! Und ein Tinted Rock schon wieder. Der gute Famine. Was geht ab, Famine? Ah ja, und ich habe Holy Mantle. Das habe ich gerade eben schon wieder fast vergessen. Fucking Holy Mantle. Das ist, was diesen Run fantastisch machen wird. Und nichts anderes. Famine! Wobei ich dann vielleicht sogar versuche, heute mit dem Cube of Meat ein bisschen offensiv zu sein. Ich sollte es nicht versuchen, aber ich könnte. Wenn ich das wollen würde. Fucking Famine. Wisst ihr was? Wir nehmen uns ein paar Leben, um mehr Schaden auszuteilen. Das ist die Rasierklinge, die ich dabei habe.
fügt sich selber Schaden zu und teilt dafür mehr Schaden aus. Ist nicht wirklich gut, sollte man nicht wirklich machen, aber... jetzt ist auch schon zu spät. Außerdem hatte ich Holy Mantle. Und dieser Boss ist sehr, sehr berechenbar. Und er ist down. Wundervoll, gib mir den Cube of Meat. Da links werde ich jetzt mal noch nicht reingehen. Und der Damage, der bleibt nicht mal für die ganze Ebene. Das ist ein bisschen unverschämt. Tatsächlich, wie ich finde. So, was haben wir denn da unten? Hier unten haben wir Puppies. Und keine Portale. Mann. Basement ist so viel angenehmer ohne Portale. Es ist wirklich. So, sterbt ihr bitte alle. Möget ihr bitte sterben. Dankeschön. Du auch? Ja, danke. So, lieber Goldraum. Was Fantastisches. Mom's Wig. Akzeptabel. Absolut akzeptabel. Absolut akzeptabel. Wenn ich jetzt noch ein, zwei Bomben irgendwo finden würde, dann wäre es noch sehr viel akzeptabler. Ich meine, ich habe das Trinket, welches dafür sorgt, dass mehr Bomben gedroppt werden. Dann soll es auch nicht so schwer sein. Könnte man meinen, aber tatsächlich ist es das schon. Fucking Batterie. Bringt mir nichts. Naja gut, dann haben wir wohl nur einen Soul Heart für die nächste Ebene. Aber gleichzeitig auch Holy Mantle. Das sollte eigentlich doch ausreichen, denke ich. Doch, das reicht aus. Aber für die nächste Ebene. Ich habe keinen Schlüssel. Gehen wir da entlang. Ich habe keinen Schlüssel. Gönnen wir uns ein geiles Basement 2. Klassiker. Außerdem mache ich die Musik von hier mehr. Wahrscheinlich werden jetzt Leute sagen, oh, MOP, aber hier ist die gleiche Musik wie in den... Wie in dem anderen Gebiet da, in dem Gefluteten. Dann werde ich sagen, okay, mir egal, Musik ist trotzdem gut, okay? Halt den Mund. Geht weg. Entschuldigung, mein kleiner roter, dickter Mann. Stirbst du bitte? Dankeschön. Au. Ach, deswegen ist er rot. Weil ein Haufen Scheiße ist. Nimm dies. Ja. Cube of Meat Movement. Habt ihr das gesehen? Hab ihn einfach mit meinem Cube of Meat bedient. Und er war so, oh shit, nicht mit dem Cube of Meat bedienen. Ich dann so, oh doch, genau das mache ich. Das habe ich dann auch bei dem Fliegen gemacht. Ist es dumm, dass ich das jetzt so oft mache? Wahrscheinlich. Das ist mir egal, ich habe Holy Mantle. Wenn ich das Verlangen habe, mit meinen Gegnern reinzurennen, dann werde ich das machen. Dann lasse ich mir von niemandem kaputt machen. Apropos kaputt machen. Liebe Fliegen, erstmal fliegt nicht zu sehr über die Felsen dieses Mal. Und dann gebt mir, wenn ich mich happy stehen würde, eine Bombe. Komm schon, eine Bombe. Das ist keine Bombe. Es ist... Du siehst die Karte nicht mehr, Dumbatz. In Kombination mit Curse of the Maze. Oh, Junge. Das macht Spaß. Curse of the Maze und... Curse of the... War das Blind, wo man die Karte nicht sieht? Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Also auf jeden Fall Bullshit. Geh weg, Bombe. Geh weg. So, was haben wir hier? Was zum Fick seid ihr? Würde ihr mich bitte in Ruhe lassen? Was bist du? Fuckviech. Okay. Hat irgendjemand eventuell den Goldraum für mich gesehen? Ein Raum aus Gold. Den suche ich. Wisst ihr was? Fuck. Ich nehme zurück, was ich gesagt habe mit, das wird der beste und schnellste Run meines Lebens. Aber falls ich gesagt habe, das wird der schnellste, muss ich euch nämlich leider enttäuschen, denn tatsächlich ist das... Ich meine, ihr kennt meinen Standard wahrscheinlich nicht, aber das ist tatsächlich nicht der schnellste Run meines Lebens. Das war gerade eben ziemlich schrecklich, aber wisst ihr was, ich bereue es nicht. Ich bereue es kein Stück, weil ich damit zwei sehr nervige Gegner sehr schnell losgeworden bin gerade. Außerdem, ein halbes Soul hat es durchaus genug. Ich habe immer noch Holy Mantle. Boom! Da ist die Bombe, dankeschön. Und da bekommen wir auch schon mehr Soul Hearts. Habe ich recht? Habe ich recht? Ich habe recht. Goldraum, was hast du für mich? Du hast Pupi-Bomben, sehr schön. Sehr schön. Denn Pupi-Bomben haben den Vorteil, dass sie zum einen machen sie aus den Bomben kleine Pupi-Haufen, welche ehrlich gesagt ziemlich scheiße sind. Hahaha. Die Bomben, die wie Kacke aussehen, sind scheiße, MOP. Mann, ich finde dich aber lustig, ich weiß. Ja, die sind ziemlich kacke, weil sie einfach keinen wirklichen Vorteil haben. Sie machen so eine kleine, ich kann es euch mal zeigen hier, so eine kleine Pupi-Aura, welche sagen sich Gegner, oh shit, da hat jemand nicht gelüftet. Das finde ich jetzt ziemlich widerlich. Und ich fresse ja eigentlich meine eigene Scheiße, aber wenn da so ein Duft in der Luft ist, weil jemand nicht gelüftet hat, dann finde ich das nicht gut. So, das ist die eine Sache und das mögen die Gegner halt irgendwie nicht, keine Ahnung, was das wirklich bringt. Das können die Bomben. Damage minus 1, fantastisch. Absolut fantastisch, was wir hier haben. So, wir nehmen das Cat mit, 9 Lives, kaboom. Ach, fuck.
Ich habe vergessen, das System hier lief ja anders. Egal. Ich habe 9 Leben und Holy Mantle. Wir nehmen das hier mit. So. Damit wäre mein Damage jetzt sogar... warum habe ich Experimental Treatment mitgenommen? Ich habe jetzt super viel Shot Speed, aber nicht wirklich hohe Feuerrate. Das ist seltsam. Was ich jetzt übrigens hier noch suche, ist... oh Gott. Doch, doch, der Damage ist akzeptabel. Damit kann ich was anfangen. Und da haben wir einen Schlüssel, welchen ich nicht wirklich haben will. Herzen kann ich nicht mitnehmen. Wir sind bei 0 Herzen. Werd doch irgendwo noch... da hat mir ein Tinted Rock. Ich wusste es doch. Yay, ein Solar. Dankeschön. Ah, das ist echt... ich muss mich dran gewöhnen an das Devil Deal System aus Anti-Birth. Das ist wirklich... es ist sehr gewöhnungsbedürftig, dass ich da jetzt dann einfach alle meine... ich habe keine Ahnung, wo ich bin übrigens. Dass ich einfach alle meine Herzen verloren habe. Ich mag das nicht. Sebastian, Schlüssel nehmen wir mit. Das missfällt mir ein bisschen. Aber dieses Mal habe ich wenigstens dran gedacht. Es war zwar schon zu spät, als ich dran gedacht habe, aber ich habe dran gedacht. Und zusätzlich haben wir auch noch ein geiles Guppy-Item, liebe, liebe Leute. Ihr wisst ja, was das bedeutet. Noch 2 weitere und der Guppy... der Guppy-Traum lebt. Dann könnten wir Guppy werden, das wäre der Shit. So, nächste Ebene. Caves 1. Und ja, ich weiß, ich hätte auch in die andere gehen können, aber nein. Nein, ich habe mich dagegen entschieden. Ich habe mich dagegen entschieden. Denn ich möchte den Run lieber mal wieder ein bisschen schaffen, als neuen Bullshit zu entdecken. Ich bin echt langsam, kann das... ja, ich bin echt langsam. Das kann sein. Oh, fuck. Warum bin ich so langsam? Ich bräuchte irgendwas... das ist ja, was ich hier finden sollte in der Ebene. Ich sollte einen geilen Magic Mushroom oder sowas finden. Der würde mir einfach... der würde den All Stats abgeben. Und ich könnte von allen Stats ein bisschen was vertragen. Hauptsächlich Feuerrate und Bewegungsgeschwindigkeit. Davon habe ich zu wenig. Und natürlich Damage. Wobei mein Damage aktuell durchaus akzeptabel ist, aber... ich bin der Letzte, der sich über mehr Damage beschweren würde. Übrigens, Wunsch-Item, was ich jetzt in diesem Goldraum gerne finden würde, wäre tatsächlich Soymilk. Soymilk ist mit Death's Touch ziemlich interessant tatsächlich. Was haben wir hier? Wir haben, yay, Celtic Cross. Hin und wieder Unverwundbarkeit, wenn wir Schaden nehmen. Leider sieht es mein Plan nicht vor, dass ich Schaden nehme. Dementsprechend bringt mir das Item nicht viel. Ich werde nämlich keinen Schaden nehmen. Ja. Apropos, in meinem letzten Anti-Birth Run hatte ich doch dieses, in dem ich auch wieder Holy Mantle hatte. Da habe ich ja von Isaac dieses eine Trinket bekommen, welches mein Glück um 10 erhöht hat. Und was ich dann, sobald ich Schaden genommen habe, wieder verloren habe. Das bekommt man, wenn man über 4 Ebenen hinweg keinen Schaden nimmt. Und das habe ich irgendwie hinbekommen. Da waren Leute relativ erstaunt. Ich war auch erstaunt. Ich dachte mir, was, über 4 Ebenen? Dachte ich mir, das ist ziemlich cool. So. Jetzt natürlich die Frage, was ist der Shop und was ist das andere? Gute Frage. Der Shop ist das... fuck! Was war der Shop? War der Shop näher am Spawn oder weiter weg? Dann kann man es immer erkennen. Ich glaube, er war weiter weg vom Spawn immer. Ja, Shop ist das, was weiter weg vom Spawn ist. Da kann man sich ein bisschen dran orientieren. Und dementsprechend haben wir hier... oh, Alter, das ist ziemlich gut. Verdammte Scheiße. Wir haben das bekommen. Wisst ihr was, wenn wir einen Devil Deal bekommen und wenn da was Gutes drin ist, habe ich kein Problem damit, mich im Devil Deal umzubringen. Ich töte mich für den Teufel, wenn er das möchte. Hey Satan, wenn du sagst, ich soll mich für dich umbringen, kein Problem, erledige ich sofort. Der Galgen ist im Keller. Nein, ist er nicht, da ist auch jede Menge Müll. Geht nicht in meinen Keller. Aber ich würde es trotzdem tun, Satan. Ich finde auch andere Möglichkeiten. Wende dich einfach an mich. Ruf mich an. Du hast lange nicht mehr angerufen. Vermisse dich. Ja! Fucking Pupi auf dem Scheiße. Macht ja nicht Sinn, dass er noch auf dem Scheiße ist, weil er ein Pupi ist. Und ihr kleinen Pupis, ihr geht auch down. Ja, ja. Dankeschön. Hier bekommen wir eine Bombe. 2 Bomben. Gut, gehen wir zum Boss. Es ist mega fetti. Oh Mann. Das wird überhaupt kein langwieriger Kampf werden. Darauf könnt ihr euch schon vorbereiten. Denn mega fetti ist kein langwieriger Gegner oder so. Und nein, ich werde bei Mega Fatty werde ich nicht mit Cube of Meat rangehen, weil zum einen gibt er rote Suppe von sich, welche mir schadet, und zum anderen schlürft er immer wieder mich zu sich. Das alles Voraussetzungen sind, die ich nicht optimal finde. Und hey, Mom Swig, oh Gott. Oh Gott, ich hab so einen Juck an der Oberlippe. Ah! Ah! Kann ich dagegen machen. Mom Swig, darfst du übrigens mehr Spinnen spawnen, hätte ich kein Problem mit.
Der gute alte Megafett. Ich weiß noch, damals, als Rebirth neu war, hatte ich mit Megafett teilweise ein bisschen Probleme, weil er halt echt immer schnell hüpft, aber es ist eigentlich komplett simpel auszuweichen. Einfach nur in Bewegung bleiben. Aber trotzdem, ich hatte ein paar Probleme damit. Was haben wir hier? Tears up. Eye Drops, okay. Damit habe ich so eine seltsame Feuerrate. Ich sehe schon. Hey, eine Pille. So, was hältst du von meinen Augentropfen, Satan? Ich meine Krampus. Für dich will ich mich nicht umbringen, Krampus. Machen wir uns nichts vor. Ich meine, Geschenke bekommen ist schön und gut, aber umbringen dafür? Ich denke nicht. Oh, Lamp of Coal. Amnesia. Nee, werden wir nicht einsetzen. Wir haben 10 Bomben. Also würde ich mal sagen, wir gehen wieder in die Minen, liebe Kinder. Kinder, gute Nachrichten. Ihr dürft wieder in den Minen arbeiten. Ja, in den Minen. Mir hat schon die Existenzangst und allgemein Todesangst gefehlt. Danke, MOP. Gern geschehen. 4. Ich weiß nicht mehr, was 4 macht. Ich glaube, war 4 vielleicht die ganze Ebene zurücksetzen? Ich glaube, 4 war vielleicht die ganze Ebene zurücksetzen. Wir werden auf die 4 drauf trampeln. Es war nämlich auf jeden Fall nicht alle Items rerollen. Das ist eine gute Sache. So, je weiter wir vom Gegner wegstehen, desto mehr Schaden machen wir jetzt mit unseren lieblichen Sicheln, die wir werfen. Kein Guppy-Item für mich, nein? Okay, cool. Bombsar Key. Es ist nicht gut. Lemon Party dagegen ist ziemlich gut. Nee, warte, wir trampeln noch nicht auf die 4, weil, wie gesagt, ich bin relativ sicher, das ist, wo man die Ebene nochmal neu machen kann. Wenn ich die Ebene nochmal neu machen kann, dann möchte ich vorher natürlich mein Item und meinen potenziellen Devil Deal mitnehmen. Apropos, 67%ige Chance auf den Devil Deal. Das ist ziemlich gut. Das ist sogar sehr, sehr gut. Geiles Herz brauche ich nicht. Aber, wie ich gesagt habe, Leute, das wird jetzt ein guter Run. Ich hab's versprochen, du fucking... Ah! Was zum Fick wollt ihr von mir? Da war auf einmal eine Tinted Rock Spinne mit einem blauen Herzchen. Das war zu viel für mich. Ich war verwirrt. Gut, gehen wir weiter. Ja! Loren-Skelette! Oh, ich liebe die Minen. Das ist so ein gutes, das ist so ein guter Bereich. Also finde ich so schade, dass Afterbirth einfach irgendwie nicht wirklich sowas Charmantes da ist, wie die Minen hier. Die halt wirklich einfach extrem cool sind. Das ist sehr, sehr schade. Afterbirth Plus meine ich. Habe ich Afterbirth Plus gesagt? Ich glaube nicht. Wie auch immer. Man kommt durcheinander. Wenn man immer von verschiedenen DLCs redet, die alle sehr, sehr gleich klingen vom Namen her. Was seid ihr? Oh, ihr macht wahrscheinlich dann so, dieses Felsen-Boden-Bullshit-Zeug. Mit Lava. Ziemlich fancy, Alter. Ziemlich fancy. Leider musste er sterben. War nicht fancy genug, wie mir scheint. Und Cube of Meat hat's abgewehrt. Wundervoll. iPhone Pills. Das ist schön für dich. Zum Glück hast du sie gegessen. Oh, nicht der Lasermann. Oh, das ist so cool mit den Loren. Verdammte Scheiße. Das ist mein Lieblingselement. Das ist so gut. Was bist du? Was seid ihr alle? Kommen die aus der Erde? Oh, es ist alles so gut. Die verdammten Minen. So guter Bereich. Ja, ich bin immer noch begeistert. Was haben wir hier? Ah, der Typ. Kennt ihr den noch? Das ist ein cooler Challenge-Boss. Das heißt, wir müssen mehrere Wellen von Gegnern killen. Ich nenne einfach mal Challenge-Boss. Was seid ihr? Oh, ihr seid Schwabbelmänner. Oh Gott. Okay, fuck. Eventuell könnte das problematisch werden. Ich habe schon mein... ich habe mein Holy Mantle schon verloren. Oh Gott. Und ich weiß nicht, was der Typ noch alles vorhat zu machen. Lava dick das. Okay, wir haben Schaden genommen. Alles egal, ich habe eh ein neues Leben. Eigentlich spielt es keine Rolle. Notfalls kann ich mich im Devil Deal, wenn wir einen bekommen, auch umbringen. Ah, flammende Fleischräder. Mein Albtraum. Oh Gott, geht weg. Lass mich mal alle in Ruhe, bitte. Was macht der da? Warum hat er alles zu sich hergesaugt? Okay, wir haben es geschafft. Und wir haben Devil Deal. Zu dem ich rüber kann, wenn ich hier rüberlaufe. Okay. Bullshit-Buch. Kein Interesse an Bullshit-Buch. Tut mir leid. Kein Interesse. Ah, nein, ich auch nicht wirklich. Suchen wir den Goldraum auf. Bei dem Kampf habe ich mich gerade eben echt nicht mit Ruhm bekleckert. Das ist echt scheiße gelaufen. Habe mich blöd angestellt. Aber wie auch immer.
Gehen wir weiter Richtung Goldraum und dann trampeln wir auf die 4 und schauen, was passiert. Oh, ein roter. Oh nein. Hör auf, Schaden zu nehmen. Gott, es fällt mir gerade erst auf, wenn ich Holy Mantle nicht hätte, wäre ich schon lang tot. Vor allem nach meiner Devil Deal Aktion. Oh Mann. Holy Mantle, du rettest mir den Arsch. Du sorgst dafür, dass ich komplett rücksichtslos spielen kann. Oder was auch immer. Random Blast für 5 Bomben. Und zeig mir, was du kannst, Random Bombe. Okay. Blutiger, blutiger Boden. Faszinierend. Bombs are key. Behalten wir mal. Behalten wir mal im Hinterkopf. So, und dann würde ich sagen... Oh, ich kann ja gratis in den Quest Room. Stimmt. Warum erinnert mich da niemand dran? Tears down. Fantastisch. Gut, trampeln wir auf die 4 und schauen, was es ist. Okay, es war irgendwas anderes. Oh, vielleicht hat die 4 vielleicht... Was hat die 4 gemacht? Die Items am Boden rerollt oder... Vielleicht hat die 4 auch die Items rerollt. Das wäre scheiße. Weil hätte ich nämlich noch ein besseres Boss-Item bekommen können. Naja, egal. Gehen wir einfach weiter. Wir haben hier nichts mehr zu suchen. Ich gehe jetzt. Wir sehen uns. Hallo, Typ. Ich bin eigentlich vorsichtig, gegen den ich nochmal kämpfen muss. Das ist nicht gut gelaufen gerade eben. So, meins too. Und wir haben keine Karte. Das ist eine richtig miese Ausbeute. Verdammte Scheiße. Aber hey, dafür habe ich relativ starke Bomben aktuell. Los, Bombe, mach was. Das ist der Random Blast, immer das Blutige. Oder ist es ein Zufall, dass es zweimal nacheinander kam? Ich weiß es doch auch nicht. Aber es gefällt mir nicht. Okay. Wir hatten Sad Bomb. Das war ziemlich cool. Was ich jetzt noch suche, ist ein Tented Rock. Haben wir vielleicht einen? Finde ich nämlich echt gut. Ich kann es halt nicht erkennen. Gehen wir weiter. Apropos, kann sein, dass in der Mod gar kein Crash of the Dark gibt. Oh Gott! Zumindest habe ich den bisher noch gar nicht gesehen, glaube ich. Das fände ich gut, weil Crash of the Dark Bullshit ist. Apropos Bullshit, diese zwei Items sind auch beide Bullshit. Nehmen wir das mit Lazarus Rex. Eine weitere Wiederbelebung, yay. Traurigerweise ist das sogar noch besser als das Holy Water. Holy Water ist mit eins der miesesten Items im Spiel. Traurigerweise. Steam Sale. Steam Sale ist das Item, das man pro Run durchschnittlich am häufigsten findet. Ernsthaft, man findet mindestens einmal pro Run Steam Sale. Fucking Steam Sale. So, ich möchte weiter. Dankeschön. Ich hasse... Oh nein. Ich wollte gerade sagen, ich hasse diesen dunklen Raum. Und dann haben wir... Was ist das hier gerade? Oh Gott. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir aber... Wie groß ist dieser Raum? Da geht's weiter. Yes! Wir haben ihn überwunden! Woo! Irgendwie. Ich habe das Gefühl, wir müssen bestimmt wieder zu ihm zurück. Und das will ich nicht. Ich will da nicht nochmal rein. Komm schon, was bekommen wir diesmal? Yay! Die, so eine Bombe, die eine Flamme wird. Cool. 33%ige Devil Deal Chance. Ey, ich glaube, diesmal werden wir keinen bekommen. Das ist relativ unschön. Und ich sehe den Tinted Rock, Jungs. Zwei Soul Hearts. Und ein Crawl Space. Oh mein Gott. Das ist gut gelaufen. Geh da rein. Wir bekommen Technology 2. Nee, tut mir leid. Technology 2 ist einfach scheiße. Das will ich nicht. Ach ja, das war der Raum, wo er erst die Fledermäuse befreit. Waren wir eigentlich schon im Goldraum? Waren wir im Goldraum auf dieser Ebene? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß es nicht. Waren wir im Goldraum oder nicht? Fuck, ich weiß es nicht. Oh shit, die Tough Twins! Oh, bei denen kann man sogar verschiedene, Aufbau haben von dem ganzen Zeug. Oh, so ein guter Boss. Einfach so eine gute Mod. Verdammte Scheiße. Man kann es nicht oft genug sagen. So.
Komm oben, nimm dies. Ihr Monster. Ihr Onyx-Monster. Welche mit meinem, na, wie heißt er? Death's Touch einfach komplett zerfetzt werden. So, sehr schön. Haben wir diesmal ein gutes Stück schneller geschafft, als beim letzten Mal, als ich hier war. Und der Wirecoat-Hänger. Ein Tiers-Up. Sehr, 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 sehr schön. Und ich sehe die Tür da links übrigens, falls ihr euch wundert. Ich sehe sie. Die habe ich beim letzten Mal verpasst. Das heißt, da gibt es dann noch... Ich glaube, ich war nicht im... Ah ja, fuck, mir fällt gerade auf. Wenn ich den Goldraum verpasst habe, dann... Entweder ist er hier drüben oder ich muss dann dafür durch den... Oh Gott. Durch den dunklen Raum wieder. Und ich will nicht durch den dunklen Raum. Der geht mir voll auf den Sack. So, es gibt noch ein neues Gebiet, in dem wir nicht waren. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Es gibt noch ein neues Gebiet, in dem wir nicht waren. Und in das werden wir jetzt reingehen. Ich glaube, ich habe jetzt einen Goldraum verpasst, aber es ist mir egal. Ich mag die Ebene nicht. Ich will nicht nochmal durch 5 Billionen dunkle Räume gehen. Achso, das kostet ein... Wie viel Soulheart hat das jetzt gerade gekostet? Ich habe das Gefühl, das war mehr als nur ein Soulheart, was ich jetzt dafür gezahlt habe. Gehen wir runter. Was haben wir hier? Wir haben... Mausoleum. Doch, im Mausoleum waren wir auch schon. Mausoleum, oder? Waren wir im Mausoleum? Doch, da konnte ich fliegen, als ich hier war. Das ist das mit den Teleportern hier. Oh, ist auch wieder so ein gutes Gebiet. Die neuen Gebiete hier sind halt echt irgendwie... Fucking Feuer. Die sind gefühlt halt echt besser als die aus dem Originalspiel. Es ist erstaunlich. Es ist echt gut. Immer noch. Stirb. Danke. So, dann gehen wir jetzt noch mal eben. Lustig, wie wir sind in den Cursed Room. Guppy Item. Fucking fuck. Gut, wir haben kein Guppy Item bekommen. Gehen wir wieder raus. Das war es nicht wirklich wert. Ich glaube, wir werden auch nicht die Guppy Transformation bekommen hier. In diesem Run. Dafür würden mir noch 2 Guppy Items fehlen. Fuck, die Musik geht voll ab. Hör dir die Musik. Majestätisch. Und ich habe natürlich immer noch meine... was? Oh, hier waren die... Genau, hier waren die... Die wabbligen Schwabbelwabbelgehirne. Die wabbligen Schwabbel... Die Schwabbelwabbelgehirnmänner. Meine neue Lieblingsgegner. Kennt ihr die Schwabbelwabbelgehirnmänner? Ich glaube, euch kann ich keinen... Oh Gott! Was? Zum Fick! Okay. Sie müssen also einmal wütend sein und mich anschreien, bevor ich... ihnen Schaden zu... Okay. Das ist seltsam. Na gut. Ihr Monster. Verdammten komischen Larrys. Ihr neuen Larrys. Ich mag euch überhaupt nicht. Kein Fan. Was haben wir hier? Flammenwerfermänner. Auch kein Fan davon. Was hätten wir hier? Eine graue Kiste. Was? Ich bin gerade random im Geheimraum aufgetaucht. Das ist nett. Yay. Random Geheimraum. Ja, ich hätte mir jetzt für ein paar Bomben jetzt noch ein paar Münzen holen können, aber... ich wollte nicht. Boom! Oh, komm schon. Geh auf. Fuck, Teil. Lass mich da mal rüber. Okay. Okay, ich sehe schon. Das, da. Mach Mund auf. Okay. Ich verstehe. Ich habe schon verstanden. Einfach random hin und her porten. Und dann wird irgendwas passieren. Was wurde euch eigentlich... Hatten die eine Kapuze auf oder wurde denen da irgendwas rangenäht quasi an den Kopf? Ich hab kein... hüpfende Gehirne. Oh nein. Nicht die hüpfenden Gehirne. Komm mal rüber, gehüpft auf Scheiße. Ich meine, du Gehirn. Du solltest doch schlau genug sein, um die Gefahr zu erkennen, die dir bevorsteht. Schließlich bist du Gehirn. Ich liebe es und ich weiß nicht, was es ist. More Ice. Okay. Ich gebe jetzt immer wieder mal mehr Tiers von mir, oder? Oh, da ist ein Tinted Rock. Ich sehe dich. Auch ohne Drain, der Tinted Rock Johnson. Oh mein Gott, Damage up. Wundervoll. Plus 1,14. Sehr schön. Okay, ist mit den mehr Augen. Ich weiß nicht genau, was sie mir jetzt gebracht hat, aber ich gebe fucking viele Tiers von mir. Okay, doch, das wollte ich ehrlich gesagt auch davon. Das war alles, was ich mir gewünscht habe. So, wir nehmen dich mit.
Und die geile Piggy Bank. Und die Kerze nehmen wir nicht mit, weil sie super lame ist. Und dann gehen wir weiter. Frage ist nur, wohin gehen wir? Mausoleum habe ich echt immer so ein bisschen Probleme, halbwegs schnell voranzukommen. Vor allem, wenn ich Curse of the Maze habe. Der ist nicht hilfreich. Okay, was? Das ist jetzt auch wieder so ein... Okay. Oh, Junge. Der Raum wäre absolut kein Problem, wenn ich einfach fliegen könnte. So, was haben wir denn hier? Lass mal eine Bombe legen. Boom! Oh, Sad Bombs! Okay, warum war der Weg jetzt gerade so auf der... Achso, das sind diese Porter, die einen zur anderen Hälfte von dem Ganzen bringen. Die sind also auf der Karte markiert. Okay, interessant. Ich dachte, es wäre irgendwas Besonderes. Irgendwas wirklich Besonderes, was Seltenes oder so, was ich da gefunden habe. Aber scheinbar nicht. Scheinbar nicht wirklich. So. Hallo ihr. Den Raum kenne ich noch. Der ist ziemlich einfach. Stirb. Dankeschön. Boom. Soulheart. Hier haben wir I Can See Forever. Yay. Das heißt, alle Geheimräume sind automatisch geöffnet. Okay. Ich vertraue dem Boden da drüben nicht, deswegen werde ich gar nicht erst versuchen, drauf zu trampeln. Hier haben wir jede Menge rote Herzen, die mir absolut nichts bringen. Entschuldigung. Ich würde gerne meine Bomben mitnehmen, danke. So, hat wer den Boss schon? Nee. Fuck. Wie groß ist die Ebene hier? Das verdammte Mausoleum und da ist ein weiterer Curse Room. Oh mein Gott, Guppy-Set. Guppy-Set, 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 Guppy-Set. Das ist Guppy-Item Nummer 2, liebe Kinder. Das ist Guppy-Item Nummer 2. Und ich werde den Guppy-Set nicht mitnehmen, weil ich daran glaube, dass wir noch ein drittes bekommen werden. Ich glaube es. Ich spüre es. Und wir haben eine 67%ige Chance auf den Devil Deal. 67. Das ist gut, glaube ich. Na, wisst ihr was? Ich würde mir noch Feuerwürfe machen, wenn ich das nicht mache. Okay. Hätte ein Guppy-Item sein können. Das dritte. Hätte sein können. Es sollte nicht so sein, aber es hätte sein können. So. Kann ich jetzt mal den Boss irgendwo finden? Ja, nein, ja, vielleicht. Boss, hallo? Große Ebene? Fuck. Das will ich gar nicht erst erleben, wie das hier wäre, wenn es eine XL-Ebene wäre. Ich glaube, das würde mich ein bisschen traurig machen. Die werden einfach so gespawnt. Und die haben... Was? Die haben einen Auto-Aiming-Laser. Fuck. Das ist nicht gut. Ach, das Tier ist down, oder? Ja, Tier ist down. Oh, Junge, eine Tier ist down-Pille. Die habe ich mir gewünscht. Geh weg. Geht alle weg. Danke. Ich bin halt echt stark geworden inzwischen, möchte ich mal so anmerken. Allerdings spiegelt sich diese Stärke nicht in meiner Orientierungsfähigkeit wieder. Beziehungsweise in meinen Skills, mich gut zu orientieren. Ich rate, ja, hier unten muss der Boss jetzt sein. Ich wollte gerade sagen, warum sehe ich meine Tiers nicht? Aber der Grund war, dass wenn man in die Aura von diesen Fuckbüchern reingeht, dass man dann nicht dass man nicht feuern kann. Deswegen habe ich die Tiers nicht gesehen. Geht weg. Geht alle weg. Geht alle weg. Lass mich in Ruhe. Vor allem du weißt auch, Scheiß, der gerade unverwundbar ist, weil noch andere Gegner leben. Vor allem du solltest mich in Ruhe lassen. Du weißt, wie es ist, wenn man in Ruhe gelassen werden will. Gehen wir weiter zum Boss. Es ist Heretic. Entschuldigung. Okay. Du bist quasi so eine Art Horn 2.0, könnte man das sagen. Wäre diese Anmerkung falsch? Wenn ja, wie falsch wäre sie denn? Oh, Solar, dankeschön. Oh, Sad Bomb, habt ihr das gesehen? Vollkommen bedient. Fuck, ich habe Schaden genommen. Und wir haben einen Devil Deal. HP ab, nein, danke. Ein Devil Deal, wir nehmen... Oh, will ich Gimpy mitnehmen? Wisst ihr was, ich verzichte auf Gimpy. Wir nehmen aber auch auf Babylon mit. Welche uns einen Damage Up von 1,4 gibt. Yay. Diese gute alte Hure von Babylon. Ich liebe sie. Was haben wir hier? Mausoleum 2. Ah ja, es war gerade mal eine Ebene. Fuck. Ich glaube, es war die längste Ebene, seit ich jemals das Spiel gespielt habe. Das war halt echt lang. Das ist ein Dwayne, der Tinted Rock Johnson. Dann noch ein paar Schatztruhen. Dann möchte ich mich natürlich rüberspringen. Dann nehmen wir euch mit. Cricket Set! Yes!
Cricket Set gibt ein Damage ab, ich glaube von 0,5 und zusätzlich noch einen Multiplikator auf den Damage, den man hat, von 1,5. Das heißt, wir machen 50% mehr Damage, wir haben 7,85 und mit Cricket Set machen wir 12,4. Oh! Und zusätzlich hätten die Tiers eigentlich Knockback Damage. Allerdings habe ich Death's Touch, was Piercing Shots sind, also Tiers, die durch Gegner durchgehen. Und dementsprechend haben sie keinen Knockback. Was relativ gut ist. Knockback ist nämlich keine gute Sache. Den wollt ihr nicht. Den wollt ihr absolut nicht. Luck up! Woo! Ich habe jetzt einen Luck von 0. Ich dachte vor weniger als 0. Ich hätte Minus von Luck. Temperance! Geh weg! Au! Ich sage, geh weg und ich springe es und ich laufe direkt rein. Fantastisch. Und die Moonkarte behalten wir mal. Eine Teleportation kann nie schaden. So, versuchen wir diesmal doch den Boss etwas schneller zu finden. Ja. Hallo, hallo, hallo ihr. Grüßt euch, wie geht's euch? Ihr wisst, dass ich enorm viel Damage austeile, oder? Das ist euch bewusst, hoffe ich. So, gehen wir hier rüber. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass das hier... Oh, wenn ich dich in Luft sprenge, bekomme ich eine 8% höhere Damage-Chance. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man, wenn man hier entlang geht durch den Teleporter, dass man dann weder einen Goldraum noch einen Boss finden kann. Aber wir gehen trotzdem hier entlang. Hier kann man coole Dinge finden, glaube ich. Luck up! Plus 1,85 gerade und dann jetzt plus 1 nur noch, okay? Warum stand er gerade beim Luck up plus 1,85? Das verstehe ich nicht zu 100%. Gabi! Na, sind nur Fliegen. Oh ja, den habe ich gesehen. Der Mogi hat ein Tinted Rock Auge. Das ist ziemlich gut ausgebildet. Ja! Oh Gott! Boah, ich bin halt so stark geworden. Verdammte Scheiße. Wenn ich es halt jetzt noch schaffen würde, Guppy zu werden, dann... Alter, da würde uns ein guter Run bevorstehen. Gib mir die Batterie, du auf Scheiße. Danke. Die Truhe in der Mitte ist mir relativ egal, ehrlich gesagt. Au, 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 au. Abstand halten, Jungs, Abstand. Armlänge, okay. Nein heißt nein. Haben wir es damit geklärt. Oh Mann, MOP. Vergewaltigungsjokes. Der war ziemlich lustig. Mach weiter so. Danke, ich weiß. Ich bin auch sehr stolz auf mich. Das Comedy-Gold liegt an allen Ufern angespült. Ihr müsst es nur aufheben und an euch nehmen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, komm schon. Komm schon. Was soll das denn? Brauche ich da eine gewisse Reihenfolge oder so? Ich verstehe es nicht. Ich bin mir sicher, dass man da eine bestimmte Reihenfolge machen muss oder so. Aber ehrlich gesagt, da habe ich nur bedingt viel Lust, diese jetzt herauszufinden. Ja, ich habe keine Ahnung. Ah gut, damit hätten wir auch diesen Bereich geklärt vom Mausoleum. Oh, nett. Damit hätten wir auch diesen Bereich geklärt. Und wir können weitergehen. Wir sind nämlich immer noch im Mausoleum 1. Mausoleum 2. Fuck, diese Ebene. Der Part ist so lang. Nein! Oh Gott, nein. Nicht. Oh Gott, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, du auf Scheiße. Das ist halt echt schwer, den auszuweichen. Piu. Hey, die wurden gar nicht unverwundbar gemacht, beziehungsweise noch nicht. Gut, gehen wir weiter. Wo ist denn der Boss oder der Goldraum? Wir haben sogar noch einen Goldraum. Wir sind noch nicht mal weit genug in den Run, um keine Goldräume mehr zu bekommen. Das ist halt lächerlich. Lass mich in Ruhe. Oh. Nein, peitsch mich nicht mit deiner Zunge oder was auch immer das ist. So möge er dies unterlassen. So. Liebliches Büchlein. Oh, da unten haben wir noch was. Da will ich rein. Noch ein Shop. Seife! Ach, Eraser. Damit kann ich einen Gegner. Instant Energy. Oh. Geile vier Batterien habe ich da gerade. Drei Stück. So in der Schwachsinn. Hey, Luck up. Was warst du? Amnesia. Mann. Der würde ich gerne mitnehmen. Judgment. Nee. The Moon. Ja. So. An sich würde ich auch gerne den Eraser jetzt mitnehmen, weil ich das Gefühl habe, damit kann man einen Gegner automatisch one-hitten. Allerdings. Sieht ja mehr nach einem Item aus, das man nur ein einziges Mal einsetzen kann und... ehrlich gesagt, habe ich keine Lust drauf. Fuck. Ach, ich wollte auch gerade sagen, gehen wir einfach zum Boss. Ist mir jetzt egal, was mit dem Goldraum ist. Aber dann habe ich drüber nachgedacht, was im Goldraum alles drin sein könnte. Da können wir die besten Items bekommen.
welche, die diese Combos, diesen Run so viel interessanter machen. Deswegen, ich kann den Goldraum jetzt nicht skippen. Dafür haben wir zu großes Potenzial, was Wundervolles zu bekommen. Ah. Oh, da ist der Goldraum. Seht ihr? Da ist er doch eh schon. Wir haben eh nicht allzu viel Zeit mehr verloren. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit verloren. Was haben wir hier? Okay. Magic Mushroom wird uns nicht mehr allzu viel bringen, weil ich schon einen Multiplikator habe und ich weiß nicht, was das ist. Spore Shot, okay. Hey, ich kann jetzt irgendwelche Sporen verschießen. Oh, das scheint mir ein ziemlich potenter Schuss zu sein, den ich davon mir gebe. Die Gegner explodieren also in einer giftigen Explosion und schaden allen um sich herum, wenn ich sie töte. Das ist ziemlich stark. Okay, gehen wir zum Boss. Müsste Mutti sein, es ist Mom. Hallo Mutter. Wenn du normale Gegner spawnst, dann wirst du... Ach ja, es war diese Mom. Ich erinnere mich. Das ist problematisch, Alter. Fucking Mom, reiß dich zusammen. Hier bin ich aktuell übrigens bei der Mom so ein bisschen überfordert zu sehen, was ich alles machen muss. Gott, wenn man hier nicht wirklich stark ist, hat man da ein ernsthaftes Problem. Gib mir das Polaroid. Und wir gehen weiter. Wir gehen weiter. So, was haben wir denn hier? Utaro 2. Ja, was für eine Überraschung. Gott, dieser Spore-Shot. Ich glaube, der war echt stark. Wundervoll. Und da haben wir die goldenen Hollows. Gebt mir euer Bargeld, ihr Monster. Sterbt, ihr Monster. Batterie. Was für ein Monster. Lemon Party. Wisst ihr was? Das Geld sollte ich vielleicht mitnehmen. Vielleicht finde ich in der Chest Money equals Power oder sowas. Und da würde ich mich doch freuen, wenn ich ein bisschen Geld zur Seite gelegt hätte. Nee, das machen wir nicht. So, hi, grüß dich, hi. Wo würde ich mich verstecken, wenn ich der Boss von hier wäre? Und übrigens, 100%ige Devil Deal Chance. Das ist eine Sache, die ich gerne sehen will. Oh, ihr seid doch die unverwundbaren Gegner, oder? Ich muss nur den Pupi töten. Ja, es waren die. Und sie explodieren dann, die Fuckviecher. Das sind die Schlimmsten. Tinted Rocks sind mir ehrlich gesagt relativ egal, was auch immer. Ich werde gar nicht erst danach schauen. Doch, ich schaue danach. Die Gegner langweilen mich nämlich. Ich habe genug Zeit, um nach Tinted Rocks zu suchen. Hey, das ist der Boss. Stirb, du Gehirn. Warte, jetzt bin ich wieder hier in der Ebene. Ich glaube, hier würde es auch... Oh, wir sind schon bei Idlifs. Ah. Oh. Und ich glaube, nach Idlifs kann man auch noch in eine andere Ebene gehen. Da sollte ich jetzt mal die Augen danach offen halten. Im Idealfall. Nenn mich nicht Isaac, mein Name ist... Eden. Ich bin Eden, nicht Isaac. Ne, ich sehe hier keine andere Ebene. Nee, die nehme ich nicht mit. Nee. Da lieber gar nichts. Okay, gute alte Kathedrale. Finde ich übrigens gut, dass man den Utaro 1 oder was auch immer überspringt, wenn man in Mausoleum ist, weil es so fucking lang ist. Und ehrlich gesagt macht das Mausoleum auch sehr viel mehr Spaß als fucking Marm-Ebenen. Die sind die schlimmsten. Bob's Brain. Nein, danke. Oh, wir sind bei Isaac. Hallo, Isaac. Hallo. Ich habe gehört, wir müssen mal ein paar Worte mit dem Isaac wechseln. Mit dem Ich. Hallo, Isaac. Mein Name ist Eden. Wie geht es dir, Isaac? Geht es dir gut? Wisst ihr aber super, wer? Naja, es wird nicht passieren. Aber stell euch mal vor, ich hätte es geschafft, das Video hier unter einer Stunde jetzt noch zu schaffen. Da wäre der Shit. Aber ich glaube, es werde ich nicht schaffen. Aber hey, es wird nicht allzu lang gehen. Was gut ist, ich dachte, wir gehen hier noch ein Stück weit über die eine Stunde. Was da doch ein bisschen zu viel des Guten ist, aber nein. Alles ganz geschmeidig. Nur mein Damage könnte noch ein bisschen höher sein, wenn ihr mich fragt. Oh, lauf! Ja, mein Damage könnte definitiv noch ein bisschen höher sein. Ah, gehen wir rein. Die Chest. Oh Gott. Gemini, Bullshit. Loki's Horns. Er hat nicht wirklich was. Halo of Lies, nett. D4 rerollt den gesamten Run. Okay. Okay, das war scheiße. Ja, wobei ich habe, das war ziemlich scheiße. Warte.
Was zum Fick macht er gerade? Was macht hier gerade so viel Schaden? Hä? Ja, was hat er doch gerade eben unglaublich viel Schaden gemacht? Aber ich weiß beim besten Willen nicht was. Legen wir mal eine Bombe. Ah, wir haben magnetische Bomben. Beziehungsweise welche, die automatisch einen Gegner anvisieren. Übrigens, ja, die vor war keine gute Idee. War eine scheiß Idee. Das ist jetzt nicht übermäßig stark, was ich hier habe. Aber okay. Wir müssen noch ein paar Räume schaffen. Dann haben wir eine weitere D4-Ladung vor uns. Und das ist unser Ziel. Mehr D4 und weniger von dem, was wir jetzt gerade haben. Wobei wir Chocolate Milk haben, was gar nicht mal so übel ist. Aber ne. Und wir sind trotzdem noch relativ stark genug, um das Blue Baby zu killen. Das ist das Gute. Und hör auf, in den Gegner reinzurennen. Du hast, ich habe mein gutes... Fuck, wie ist das? Holy Mantle. Ich habe mein Holy Mantle nicht mehr. Daran sollte ich mich vielleicht gewöhnen an den Gedanken. Ich glaube, der kleine Chap-Chap macht bei manchen Gegnern aus irgendeinem Grund unglaublich viel Schaden. Ah ja, wenn ich einen Gegner berühre, werden sie zu Gold. Das ist auch ziemlich stark. Bumm! Bumm! Bumm, sage ich. Und wir bekommen Bob's Curse. Yay, weiteres Item zum Rerollen. Und! Ah, zum Fick. Habe ich hier wirklich gerade 1000 Brimstones und den Schaden von 2? Sad Bombs, bitte, Sad Bombs. Okay. Okay. Luck up, yay. Telepille, ups. Oh, fuck. Oh, ich bin Guppy! Ha. Das ist ein fucking seltsamer Run. Gerade. Ey, ich verstehe nicht ganz, was ich hier habe, aber... Es ist relativ... Es sind halt Milliarden Treffer, die hier... Ich bin nicht Guppy. Hä? Warum hab... Was ist das hier? Ich glaube, was ich hier hab, ist nicht Guppy, sondern einfach nur... Gott, dieses, normale Item, was man haben kann, den Goldraum, wo man manchmal fliegen spawnt. Nur treffe ich meinen Gegner mit 5 Millionen verschiedenen Brimstones. Ich meine, seht ihr das? Seht ihr, wie viele Strahlen das sind, die ich hier abfeuere? Weil ich den Gegner mit so viel Schrott treffe... spawne ich auch dadurch viele Fliegen irgendwie. Wenn ihr mir folgen könnt. Ihr könnt mir folgen. Sehr clevere Kills. Ihr wisst, was ich meine. Alter. Was ist das? Oh Gott. Okay. Das hat echt kein starker Brimstone. Ah, die Fliegen gleichen das Ganze noch irgendwie aus. Alter. Es sieht interessant aus. Das muss ich dem Ganzen lassen. Gib mir das. It burns. Es burnt ziemlich hart. Oh, und wir haben wieder dieses, Gott, wie heißt das dann? Alter. Was war das? Nochmal. Ah. Oh. Das ist ziemlich langweilig. Oh, ein Joker. Wisst ihr was? Den Joker legen wir mal zur Seite. Würde ich gerne noch behalten. So, nochmal ein Reroll. Was haben wir jetzt? Sieht fucking langweilig aus. Nochmal. Juhu! Buffy unlocked. Und neue Challenge. Na, wisst ihr was? Ich glaube, damit kann ich leben. Ich glaube, das kann ich akzeptieren. Joker! Yay. Missing Page 2. Ja, doch. Nein, wisst ihr was? Nein. Es wäre interessant, was wir jetzt haben, aber nein, wir wollen mehr. Wir wollen was Interessanteres. Triple Mom's Knife? Nein. Ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie die Itempools hier gar nicht leer werden. Kann das sein? Auch das hier. Also ich sage nein. Nochmal. Was haben wir jetzt? Das sind fette Tiers. Das sieht langweilig aus. Sarsa Calling. Was zum Fick? Okay. Bombsal Key. Nee, ich glaube, wir... Ich glaube, ich werde dann keine Batterie mehr kommen. Tears up! I found pills. I can see forever, was auch immer. Ja gut. Nehmen wir das hier. Scheinbar, wie es aussieht.
Ist das... Okay, wir haben eine normal Range. Das ist ein bisschen cool tatsächlich. So ein kleines bisschen. Das ist nicht der Überhammer. Es kann nicht mit dem Brimstone mithalten, den wir vorhin hatten. Der war halt viel cooler. Warte mal, mein Damage steigt... Oh mein Gott. Mit jedem Treffer steigt auch noch mein Damage weiter an. Seht ihr die Zahlen da links? Wie ich immer stärker und schneller werde mit jedem Treffer. Das ist doch lächerlich. Oh, ich frage mich, wie hoch man da den Damage bekommen könnte damit. Das wäre mal interessant zu wissen. So. Oh, da oben ist der Boss. Okay. Eine Aufladung bekommen wir aber noch hin, bevor wir zum Boss gehen. Eine Aufladung bekommen wir noch hin. Geheimraum. Telepille, iPhone Pills, Lemon Party. Yay. Ich wurde nie zu einer Lemon Party eingeladen. Traurigerweise. So. Sehen wir zu, wie mein Damage steigt. Oh, das ist so cool. Es steigt nur, wenn ich Gegner treffe, oder? Ja. Random in die Gegend feuern erinnert dann nichts. Doch, wenn Gegner da sind, muss ich dafür überhaupt feuern, damit der steigt. Das ist jetzt die Frage. Oder steigt er einfach aus welchen Gründen auch immer die ganze Zeit an? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Finden wir es heraus. Er steigt. Wie hoch könnte ich ihn bekommen? Shit. Wie hoch könnte ich den Damage bekommen hier? Warum steigt er die ganze Zeit über an? Was ist denn das? Ah, okay. 1,2 ist das Maximum. Das ist nicht ganz so viel wie geplant oder erhofft, aber gut. Letzter Default. Wir bekommen... 18 Schaden macht die eine Träne. Na ja, doch, damit kann ich leben. Hallo, Blue Baby. Ah, wir haben auch noch Oculus Rift. Schön. So, Blue Baby. Das ist halt auch gar nicht mal so stark, wie ich erhofft hätte. Wobei der Oculus Rift-Effekt ganz nett ist. Nein, der lässt dich von dem Pfeil. Der Pfeil wird dich immer weiter verfolgen, Blue Baby. Merkt ihr das? Du bringst dich gerade selber um. Du Idiot. Okay. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, wir haben... Was habe ich eigentlich alles freigeschaltet jetzt gerade? Bethany. Jacob fehlt noch. Interessant, ich habe einen Charakter. Gut, dann würde ich sagen, wie es ganz weitergeht, sehen wir nächstes Part von The Binding of Isaac, Antibirth. Er wird ziemlich bezaubert. Bis dann. Gute Nacht.